Leute, hier ist wieder der Nader und diesmal geht es nämlich wieder um diesen Schaufelradbagger, denn jetzt geht's los, jetzt wird er langsam aufgebaut und da freue ich mich schon drauf. Hier habt ihr nämlich schon mal dieses Riesenbuch. Ja, mal sehen, wie weit ich in einer Stunde komme. Ich werde wieder eine stündige Analyse machen und ja, mal sehen, wie viel ich Stunden nacheinander ranhänge. Und wie ich vorankomme, ich habe schon mal ein paar Teile hingelegt, also zumindest die sind ja auch mehrere Bauphasen insgesamt. Ich schaue mal kurz hier rein. Genau 8 Bauphasen, jetzt habe ich erstmal die erste hingelegt. Und mal schauen, wie weit ich da komme. Ne? Ja. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre nicht schlecht und schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare. Ob ihr euch schon dieses gigantische Teil geholt habt. Also, es wird auf jeden Fall ein riesen Teil werden. Und ich sag einfach mal, los geht's. Bis in der Stunde, liebe Leute. Aber bevor ich anfange, das sind erstmal die Tüten für die erste Bauphase. Ich hoffe, ich habe alle jetzt erwischt. Ja, und dann, das wollte ich noch erwähnen, dann geht's los. So, liebe Leute, die Stunde ist wieder rum und ihr seht schon, es ist etwas fertig geworden. Und zwar hier dieser kleine Kipper. Ne, diese Teile habe ich mal noch zugelassen hier. Die sollen dann hier wieder auch Steine sein. Ich fahre dann zum Schluss mit auf, wenn das alles soweit fertig ist. Ja, zu dem Kipper. Also wir haben hier sehr viele Aufkleber schon dran. Wie man das so schön sieht. Ne, hinten. Von vorn und von der anderen Seite. So, und der Kipper, da kann auch einiges, zum Beispiel, also hier Lenkung hat er, kann er schön lenken. Und des Weiteren hat er hier unten auch noch so ein Drehrad, kann man dann hier schön die Ladefläche kippen, deswegen heißt er wahrscheinlich auch Kipper, wo dann die Steinchen alle runterfallen. So, schönes kleines Ding für den Anfang. Nicht schlecht, aber wir wollen ja Größeres erreichen. Und da liegen ja schon hier die Bauphase, von der Bauphase 2 schon die Pakete. Ich bin auf die Seite, auf der Seite 46. Ja. Hier sind die ganzen Aufkleber schon noch. Und dann geht es jetzt langsam an das große Teil ran. Bin ich schon ganz gespannt, wie das jetzt alles wird. Ich melde mich nach einer Stunde wieder. Liebe Leute, bis dann. Ja, liebe Leute, die Stunde ist wieder rum und hier seht ihr schon das Grundgestell, was soweit eigentlich ganz geil aussieht, vor allem groß. Hier gibt es schon was zu drehen. Ja, und da seht ihr mal schon die Größe, also es wird ziemlich groß und hier seht ihr die restlichen Bauteile. Ich bin jetzt auf der Seite 85. Also noch viel zu tun. Von der Bauphase 2 habe ich jetzt bloß noch diese Teile übrig und dann wird es zur Bauphase 3 gehen. Ja, genau. Wir schauen uns nochmal das Teil von unten an. So sieht das aus. Und von allen Seiten. So. Und jetzt sehen wir uns nächste Stunde wieder. Bis dahin. Ja, liebe Leute, die Stunde ist wieder rum und ihr seht schon, das Unterteil hat ein bisschen was bekommen. Und zwar hier diese raupenähnlichen Ketten rechts wie links, die sich natürlich auch bewegen. Und die sollen dann jetzt sogar automatisch gehen. Ja, ich zeige es mal ein bisschen von der Nähe her. Ja. So, genau, so sieht das Teil bis jetzt von unten aus, sieht richtig geil aus, ihr seht schon, wenn ich meine Hand daneben tue, es ist schon ganz schön groß, ne? Aber das ist nicht alles, denn wir haben hier nämlich auch schon ein paar Aufkleber schon noch mit dran gemacht, wie hinten. Ja, und hier ist auch einer. Das spiegelt wahrscheinlich schlecht, aber sieht man mal hier diese Ausmaße, die das Teil dann eigentlich in Wirklichkeit hat.
Ne? So, und als zweites, denn wir sind nämlich schon jetzt bei der Bauphase 4 angelangt, haben wir das Teil hier. Das wird dann wahrscheinlich irgendwie hier so oben raufkommen. Habe ich das Teil schon zusammengebaut, wo hier schon die viele, viele Zahnräder verbaut sind. Hier so eine Drehscheibe wieder. Ja. Ne? Genau. So, und hier seht ihr noch die restlichen Teile der Bauphase Nummer 4. Hier haben wir auch noch zwei solche Zylinder, die noch verbaut werden müssen. Und ich bin jetzt auf der Seite 125. Ja. Und hier haben wir die restlichen Aufkleber, also es sind schon noch eine Menge. Jo, gut. Aber das werden wir nächste Stunde sehen. Ich baue jetzt noch ein Stündchen weiter und dann sind wir zur nächsten Stunde schlauer. Also Leute, bis dahin. Ja, liebe Leute, die Stunde ist wieder rum und ihr seht schon, es geht vorwärts, wenn auch klein. Ja, ich habe hier unzählige Zahnräder hier drin verbaut. Ja, und ihr seht schon, das ist schon die zweite, also sag ich mal, dieses Aufbauelement. Und wenn ich jetzt hier dieses Teil drehe, drehen sich viele, viele Zahnrädchen mit. Ja. Hier sind die zwei Zylinder, die habe ich auch schon montiert. Ja. Und was sie sich, also ich muss wirklich sagen, was sie sich da einfallen lassen haben, also ist schon ein kleines Meisterwerk. Ja. Der Baukunst, sage ich jetzt mal. Also wirklich, wirklich, also das ist wirklich mal richtiges Lego-Technik. Ne. Ja, also. Wie gesagt, hier sind noch die einzelnen Teile, die ich noch habe von der Bauphase 4. Das sind die restlichen. Und ich bin auf der Seite 184. Wie gesagt, es sind nicht viele Seiten. Und es sieht auch jetzt nicht viel aus. Aber es, wenn man hier reinguckt, ich tue es mal von oben zeigen, es sind so viele Zahnrädchen da drin, das ist unvorstellbar. Ja. Hier haben wir auch noch welche. Wie gesagt, das Teil hier, dieses aufgesetzte Teil ist ja, ja komplett schon drauf gekommen. So sieht die Sache von hinten aus. Ne? Ja. Man muss wirklich, wirklich aufpassen, damit man nichts vergisst. Ne? Es wird zunehmend schwieriger. Ne? Gut. Aufkleber sind keine rangekommen bis jetzt. Und ja, das soll es erstmal für diesen Part gewesen sein. Jo, ich zeig's nochmal so. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, liebe Leute, das soll es wie gesagt für diesen Part erstmal gewesen sein. Es waren bestimmt noch zwei Folgen oder zwei Parts Folgen von diesem Schaufelradbagger. Hier, wie gesagt, das Ergebnis. Ne? Von der Größe her ist schon gigantisch und ein Haufen Details. Ne? Ich werde dann mal sehen, wie das dann alles so mechanisch funktioniert mit den Motoren. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, ob da auch wirklich alles funktioniert, ob ich auch wirklich alles richtig verbaut habe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und ein Abo wäre natürlich noch besser. Schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare, ob ihr das Teil euch schon gekauft habt, beziehungsweise wie ihr das Aufbauen so findet, ob ihr schon fertig seid und so weiter und so fort. Ihr könnt mich vollschütten mit Nachrichten, also alles kein Problem. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns zu dem nächsten Part oder zu einem der anderen Videos wieder sieht. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und ich bin raus, euer Donner. Haut rein, ciao!